Hi, Krati hier. Es ist mal wieder Zeit für den Wahnsinn der Woche. Auch dieses Mal habe ich wieder würzigen Badespaß und deliziösen Aktivismus für euch mitgebracht, der im Trubel der Woche nicht untergehen soll. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Na, dann geht's mal los. Assalamu alaikum, ya Shabab. Neue Woche, neues Propagandavideo. Was für Ideen habt ihr? Beginnen wir aufgrund der hohen Temperaturen mit dem Thema Badespaß. Denn gerade beim jetzt folgenden Thema sollten wir einen kühlen Kopf bewahren. Also, was gab es in den vergangenen Wochen nicht alles für erhellende, vielfältige Artikel rund um das freudige Miteinander in unseren Badeanstalten? Ein Hort der Zusammenkunft und gesellschaftlichen Interaktionen. Sehr gut diese. Leider gab es auch ein Negativbeispiel. Und zwar haben sich einige spießbürgerliche Freibadmitarbeiter des Columbia-Bads in Berlin-Neukölln Zuspruch von den vermeintlich Falschen geholt. Und das geht gar nicht, denn ich habe nämlich keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. Ja, und nun? Das Freibad ist jetzt geschlossen. Man mag sich gar nicht ausmalen, was dies für einige Bubenäuglein alles bedeuten mag. Vor verschlossenen Zäunen zu stranden, über die Grenze des Freibads zu schauen und doch so weit von seinem Ziel zu sein. Welch Metaphorik hier mitschwingt. Aber fassen wir das alles einmal zusammen. Im Columbia-Bad waren die die Eingangstüren bis vor wenigen Tagen noch geöffnet. Das dortige Personal berichtete von bedauerlichen Einzelfällen, in denen Buben angeblich von Zeit zu Zeit einige Damen wie Dirnen behandelt haben sollen. Auch wenn ich eher vermute, dass die Mitarbeiter Unkenntnis in modern kulturellem Verhalten besaßen. Denn daneben kam es wohl auch immer wieder zu interkulturellen Debatten, gruppendynamischen Prozessen und unfreiwilligen Gruppenaktivitäten. Ich denke, fehlendes Diversitäts- und Sprachmanagement der Freibadmitarbeiter erschwerte das Deeskalieren einiger Situationen wohl merklich. Tja, da gibt es wohl deutlichen Nachholbedarf auf Seiten der Bäder sowie der Stadt. Viele Mitarbeiter konnten auch laut eigenen Aussagen nicht allen anfallenden Aufgaben kultur- und sprachsensibel nachkommen, weil ihnen hierfür Wissen gefehlt hat. Wie intolerant von ihnen. Auch wurden einige Mitarbeiter wohl Ziel von unfreiwilligem Speicheltransfer. Vermutlich, weil sich die Badegäste nicht mehr anders zu helfen wussten. Einige dieser speicheltransferierenden Personen formulierten dies wie folgt. Sie haben verdient, mit Speicheltransfer und physischer Interaktion konfrontiert zu werden. Auch sollen einige Mitarbeiter den Badegästen nicht fachgerecht dabei geholfen haben, ihre Notdurft zu verrichten oder Mülleimer zu finden. Mir kommen fast die Tränen bei so einem intoleranten Verhalten. Wie auch immer. So waren diese schier dazu gezwungen, das Bad zu vermüllen und sich in Büschen oder direkt auf der Liegewiese zu erleichtern. Wirklich schrecklich, was wir einigen Badegästen durch unser Fehlverhalten alles zumuten. Aber nicht nur mangelnde integrative Fähigkeiten der Bäder und seiner Mitarbeiter gegenüber seiner Badegäste sorgte für Reibungspunkte. Auch andersherum wurde das offensichtliche Versagen von uns und unserem Spießbürgertum gnadenlos zur Schau gestellt. Ich bin den Tränen nahe, nämlich durch unnötige Bürokratie und gnadenlose Behördensprache, welches Fachpersonal auf eine harte Probe gestellt hat. Einige von ihnen wurden hierbei gnadenlos exkludiert. Denn es soll auch zu Komplikationen beim Durchsetzen von Hausverboten oder Anzeigen durch fachkraftspezifisches Sicherheitspersonal gekommen sein, weil diese zwar auf interkultureller Basis geschult waren, jedoch nicht die Qualifikation oder Ausdrucksfähigkeiten besaßen, ihren Wunsch der Anzeige oder der Hausverbote in der deutschen Sprache zu vermitteln. Schändlich, dass unsere Behörden hierfür keine mehrsprachige Lösung oder gemalte Bilder akzeptieren. Rassismus gegen Ausländer. Auch das ist Rassismus. Ich hoffe, dass Funk hierzu bald eine antirassistische Reportage macht. Am Ende bleibt, das Columbia-Bad konnte so nicht weiter betrieben werden. Ein herber Rückschlag für ein divers gesellschaftliches Miteinander. Und so einen Zustand lehne ich mit jeder einzelnen Faser ab. Aber Hoffnung war in Sicht. Schön, dann kann ich ja meine Stimme endlich wieder euphorisch heben. Denn nun hat man eine Möglichkeit gefunden, die Berliner Schwimmbäder, inklusive natürlich auch dem Berliner Columbia-Bad, sicher zu bekommen. Man möchte nun also auf einen Schlag defikieren auf den Wiesen, Speicheltransfer, physisches Miteinander, Dirnenbegutachtung und andere Dinge auf einen Schlag reduzieren. Wie macht man das? Wir schauen uns das einfach einmal an. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja.
Schauen wir mal, was wird. Was wird? Neue Sicherheitsvorkehrungen. Zutritt in Berliner Freibäder nur noch mit Ausweis. Schockschwere Not. Was für eine innovative und neue Methode, einen abgegrenzten Bereich im Inneren sicherer zu gestalten. Das klingt so schön. Naja, also. Ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien ist eines der beliebtesten Freibäder in Berlin nach wiederholten physischen Missverständnissen geschlossen worden. Die Politik verspricht sich durch eine Reihe von Maßnahmen mehr Sicherheit. Ich vermute mal mehr Mittel gegen Rechts, aber lesen wir zur Sicherheit einmal. Nach wiederholten physischen Missverständnissen in Berliner Freibädern setzen Betreiber und Landesregierung auf schärfere Sicherheitsmaßnahmen. Ab diesem Samstag, 15.07., ist der Eintritt in die Bäder nur noch mit einem Ausweis möglich. Wie die Berliner Bäderbetriebe am Freitag mitteilten. Oh, okay. Weiß das auch die Nancy? Mir wurde die letzten 7 bis 8 Jahre gesagt, dass das nicht gut wäre. Oh Gott, naja. Neben dem Personalausweis könnten Besucher ihren Führerschein oder einen Schülerausweis vorzeigen. Sarkastische Trolle im Internet könnten hier einwerfen, dass das immer noch mehr Kontrolle ist, als wir an den Außengrenzen haben. Daher distanziere ich mich davon. Naja. Um überfüllte Bäder zu vermeiden, sollten zudem künftig deutlich früher als bislang Einlassstopps verhängt werden und das Sicherheitspersonal aufgestockt werden, heißt es weiter. Ja, finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich meine, stell dir mal vor, deine halbe Schulklasse ist im Freibad und du darfst nicht rein. Also, nee, Hashtag leave no one behind. Alerta. Egal. Also, Ziel der Maßnahmen sei, die Sommer- und Freibäder sicherer und damit attraktiver für Besucher zu machen und zugleich die Beschäftigten der Bäder zu entlasten. Auch das ist meiner Meinung nach eine unfassbare Implikation, die hier geteilt wird. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ein geregelter Einlass mehr Sicherheit und Attraktivität für diejenigen gewährleisten würde, die sich darin befinden. Also nee, das klingt für mich ein bisschen drüber. Nancy! Wie auch immer, zuvor hatte eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Badbetreibern, Polizei und Senatsinnenverwaltung getagt. Aber neben solch spaltenden Implikationen gibt es auch Dinge, die wir positiv sehen können. Die Bäder, also jedenfalls Teile davon, werden nun auf Vordermensch gebracht. Videoüberwachung an den Eingängen. Daneben werden wir nun mobile Polizeiwachen erhalten. Och man, so modern! Unter anderem am Columbia-Bad Prinzenbad, am Sommerbad Insulana und am Sommerbad Pankow. Berliner Freibäder. Das neue Wirtschaftswunder ist da. So kreiert man Jobs. Daneben heißt es, weitere Maßnahmen zur Befriedung der Sommerbäder sind in Vorbereitung. Befriedung der Sommerbäder? Da könnte sich so manch ein Tunichtgut die Frage stellen, seit wann sind unsere Sommerbäder eigentlich zum Kriegsgebiet geworden? Weiter geht es mit einem ganz großen Geschäft. Also mit dem großen Geschäft. München im Tal. Heizen mit großem Geschäft nach dem Toilettengang. Das Kanalnetz ist ein pures Energiekraftwerk. Meine so innovativ! Unter dem Kanaldeckel gibt es pure Energie und die Bürgerinitiative Tal sieht hier ihr großes Geschäft. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, jedenfalls prüft das jetzt gerade der Bezirksausschuss Altstadt-Lehl für das Gebiet im Tal. Die unfassbar tolle Idee selber kommt von der Bürgerinitiative Tal, kurz BIT. BIT-Mitglied Margarete Stadelbauer, Referatsleiterin für Regionales, Bayern, Film und Kunst in der Hans-Seidel-Stiftung. Dabei fällt mir ein, irgendeine weise, betrunkene Dame auf einer Erstsemesterparty sagte mir einst, die Kunst in der Kunst liegt darin, mit Scheiße Geld zu verdienen. Hat sie wohl recht gehabt. Naja. Jedenfalls wohnt die gute Margarete in Tal und erklärt Folgendes. Das Kanalnetz unter uns ist ideal dafür gemacht. Die Strecke, die die Exkremente im Abwasserrohr zurücklegen, darf nicht zu lang sein, sonst kühlt das Wasser ab. Boah, das klingt alles so innovativ und durchdacht. Naja, geht ja immerhin auch um die Wurst. Jedenfalls wirbt man damit, dass die Ecke ein wahres Kackeparadies ist. Über 4000 Patienten, die täglich AA machen. Daneben viele Gaststätten, die bis spät abends geöffnet haben. Und möglichst viele Gäste, die das gelbbraune Gold durch die Rohre ballern können. Das klingt doch wunderbar, oder? Jedenfalls hat man nun vor, die Region in München vom alten Rathaus am Marienplatz bis zum Isartor mit dieser wunderbaren Methode zu erwärmen. Denn AA und Lulu mit 37 Grad Wärme sind ein wahrer Energiegewinner. Wärmetauscher ziehen aus dem Abwasser die vorhandene Energie. Boah, ich bin schon richtig euphorisch.
Über eine große Wärmepumpe wird die Temperatur der gewonnenen Wärme erhöht und die umliegenden Gebäude im Tal beheizt. Man kann damit auch Strom erzeugen. Klimaneutral. Geil. Und was nehmen wir daraus mit? Selbst wenn die Zukunft beschissen wird, kann man daraus noch gute Dinge ziehen. In dem Sinne, kackt um euer Klima. Vegan-kulinarisch geht es weiter. Veganer Burger erhält Preis, weil er wie Mannfleisch schmecken soll. Ja, das klingt doch schon mal schmackhaft. Eine Pflanzenfleischmarke erhielt für ihren humanen Meat Burger einen Kreativpreis. Viele fragen sich nun, woher wussten die, wie Mannfleisch schmeckt. Naja, wird leider auch nicht abschließend geklärt. Bei der Entwicklung des Produktes sollen auf jeden Fall alle Menschen heile geblieben sein. Klingt ja schon mal schön. Offiziell heißt es, dass die Mitarbeiter bei der Kreation des Burgers ihr Bestes gegeben haben, um einen möglichst realistischen Geschmack zu garantieren. Ja, was auch immer das heißen mag. Vielleicht haben sie einen anderen Gefilden Urlaub gemacht und dort dann die Vorzüge einer diversen Küche genossen. Lecker Schmaggifatz. Naja, der Burger Patty wird demnach aus einer Kombination von Soja, Pilzen, Weizenprotein und pflanzlichen Fetten hergestellt. Dazu kommt eine geheime Gewürzmischung, die ihm den besonderen Kick verleihen soll. Ja, also doch wieder die Gewürze. Immer dieses unterschwellige Fui-Fui-Sprech. Naja, jedenfalls hat die Firma, die aus Schweden kommt, nun in Cannes einen Preis für den Burger gewonnen. Weil, ja, ich weiß nicht, Kreativität oder sowas. Warum Veganer jetzt am Ende aber nach Fleisch, welches wie Hühnchen oder Rind schmecken soll, auch Fleisch haben wollen, was nach Mannfleisch schmeckt, bleibt auf jeden Fall für mich ein Geheimnis. Aber vielleicht sollte ich mir zur Sicherheit dann doch nochmal einen Film anschauen, der sich mit Soylent Green befasst. Tschüss! Aktivistisch geht es weiter. Wie ihr sicher wisst, stehen wir kurz vor dem Klimakollaps innen. Ich hoffe, das war jetzt richtig gegendert. Egal. Jedenfalls erwartet man in Südeuropa Rekordtemperaturen. Kann ich natürlich nachvollziehen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, als wenn wir uns hier mittlerweile in südlichen Gefilden befinden. Was auch immer. Ja, zwar hat man hier wie am Beispiel des Spiegel ein wenig ineffizient versucht, die Realität auszublenden, nämlich indem man einen unbedeutenden Zusatz wegbeschönte. Nämlich, dass die Bodentemperaturen und nicht etwa die fühlbare Lufttemperatur so hoch ist. Aber was soll's, ein wenig Hexe-Hexe und Trixi-Trixi für die Rettung der Erde sollte man wohl ja noch machen dürfen, oder? Naja. Jedenfalls stand die Woche gleich mehrfach im Zeichen der Klimarettung. Zunächst wurde ein Klimakleber in Bamberg mit einer wahren schwedischen Delikatesse beschenkt. Lecker Schnurrschnurr. Schauen wir uns das doch mal an. Bericht von Dosenwurf. Übel riechender Geruch. Gab es eine Sewstreaming-Attacke auf die Klimakleber in Bamberg? Oh nein! Das klingt ja unfassbar. Ich hoffe, ihr habt das Beben in meiner Stimme und das Untermalen auf den Tisch schauen heraushören können. Ja, okay. Übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, Sewstreaming ist ein leckerer, schmackhafter Fisch. Naja, halbwegs schmeckt genauso lecker wie Gammelhai. Es ist nämlich vergorener Fisch und, naja, wie bereits erwähnt, eine angebliche Delikatesse. Die Bestiale stinkt, aber das habt ihr euch nach vergorener Fisch vermutlich auch schon gedacht. Naja, Aktivisten der letzten Generation haben sich in der Bamberger Innenstadt auf die Straße geklebt. Ein Sprecher der Gruppierung berichtet jetzt von einer unangenehmen Situation. Demnach sei eine geöffnete Dose Sewstreaming in die Richtung der Aktivisten geworfen worden. Schockschwere Not, wer hätte denn das gedacht? Denn eine geschlossene Dose Sewstreaming wäre ja auch komplett hirnrissig gewesen. Egal. Wobei ich den Dosenwurf natürlich so oder so kritisiere und mich distanziere. Aber klar, wäre besser fürs Klima gewesen, man hätte die Dose dann nämlich recyceln und nochmal werfen können. Aber es wird noch besser, wir haben sogar Live-Material davon, welches den Aussagen der Klimakleber sogar ein klein bisschen widerspricht. Schauen wir uns auch das mal an. Wütende Attacken von Autofahrern auf die letzte Generation. Bei einer Straßenblockade der Klimakleber am Mittwoch in Bamberg besprühte ein Mann die Klimaaktivisten mit einer unbekannten Substanz. Um was es sich genau handelte, ist nicht bekannt. Naja, also bemessen an dem Video sieht mir das nicht unbedingt wie eine Dose, sondern wie ein Spray aus. Und ich habe auch schon mal nachgeschaut, es gibt sogar Sewstreaming-Spray mittlerweile. Laut Etsy sogar mittlerweile ein Bestseller. Zufall. Ich distanziere mich davon, ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben.
Aber keine Sorge, das war's auch noch nicht mit den Klimaklebern für die Woche. Die haben sich nämlich jetzt so richtig angestrengt. Kommen wir zum zweiten Artikel. Also, fahren wir mal thematisch von Bamberg nach Nürnberg. Insofern wir können und nicht von einem Stau aufgehalten werden. So wie hier beteiligte Klimasünder. Letzte Generation. Zusammenhang wird ermittelt. Mehrere Klimablockaden in Nürnberg. Schwerer Unfall am Stauende. Am Freitag, 14.07.2023, kam es zu 3 Blockadeaktionen von Klimaaktivisten in Nürnberg. In einem Stau, der durch den Protest ausgelöst wurde, kam es zu einem Unfall. Da kommen Erinnerungen hoch und es ist knapp 4 Monate her. Damals hieß es, Interview mit Klimakleber sorgt für Wirbel. Ote müssen wir in unserem Stau ein Stück weit riskieren. Ja, Gratulation. Und dieses Mal habt ihr es nach Sandra Uhmann schon wieder fast geschafft. Also natürlich zufällig. Wie schön, da trifft es sich ja, dass ich gerade sonntags immer so ein ruhiger Geselle bin. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich nicht solch wohlfeile Worte verwenden und etwas über einen Dirnenspross erzählen. Wie auch immer, gucken wir uns mal an, was der Klimakleber damals gesagt hat. Eine Sache, auf die ich immer so zumindest im Hinterkopf mental vorbereitet bin, ist, dass in unserem Stau jemand stirbt. Also gerade durch einen Unfall am Ende des Staus könnte es natürlich sein, dass da wirklich Menschen sterben und das wäre wahnsinnig schwer zu ertragen, aber es ist etwas, was wir zumindest ein Stück weit auch riskieren müssen. Also die Frage ist ja, was ist besser, nicht zu protestieren und zu akzeptieren, dass wir ins Fossile weiter so gehen oder etwas zu versuchen, was die Gesellschaft transformieren könnte, was dazu bringen könnte, dass wir die Klimakatastrophe bremsen. Ja, und am Freitagmorgen kam es dann eben zu folgendem Upsi. Ich lese mal vor. Klimaaktivisten blockieren mehrere Straßen in Nürnberg. Schwerer Autounfall bei Stau. Durch die Blockade entstand ein langer Rückstau auf der A73. Innerhalb dieses Stau kam es schließlich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Er war zuvor mit seinem Wagen auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Mann war um kurz nach 8 Uhr mit seinem Wagen auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe der Überführung der 4. Straße fuhr er auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Sattelzug auf. Ja, aufgrund eines unnötigen, ideologisch herbeigeführten Staus. Für das Klima, versteht sich, aufgrund mutmaßlich der Klimakleber. Dort gibt es nun Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie gut, dass die Buben innen für das Klima einstehen und nicht für ihre Heimat. Ansonsten hätten sie jetzt wahrscheinlich ganz andere Probleme. Deutschland 2023. Schön! Hier seht ihr übrigens noch 2 Bilder von dem Auto. Also man kann sich möglicherweise vorstellen, was hier noch hätte passieren können. Und dann wäre das wahrscheinlich nur ein weiteres Upsi gewesen für die Klimakleber. Aber wie wir gerade im Video von dem Klimakleber erfahren haben, muss man damit mittlerweile wahrscheinlich rechnen. Super, denn das war der 2. Streich und der 3. folgte sogleich. Denn die Aktivisten wollen hoch hinaus. Naja, eigentlich nicht, sie wollen das Gegenteil. Eine Jugend, die auf dem Boden geblieben ist. Schön. Klimaaktivisten blockieren Start- und Landebahn. Klimakaos an unseren Flughäfen. Und ich schwanke gerade noch, ob ich das gut oder schlecht finde, dass dadurch offengelegt worden ist, wie irgendwelche unbefugten Menschen an unsere Flugzeuge rankommen. Einfach so. So schön. Oder so schlecht. Jetzt bin ich selber verwirrt. Wir machen mal lieber weiter. Hamburg und Düsseldorf. Schon wieder. Klimakaoten der letzten Generation haben seit den frühen Morgenstunden Start- und Landebahnen der Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. Der Düsseldorf Airport zum Beispiel ließ verlauten, weil unbefugte Personen sich Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben, kommt es zu Verzögerungen im Flugbetrieb. Bitte halten Sie den aktuellen Status Ihres Fluges im Blick. Und was war zuvor geschehen? Mehrere Personen haben sich auf dem Rollfeld mit den Händen festgeklebt. Ja, sind ja auch Straßen, ne? Und klar, einige HetzerInnen würden jetzt sagen, da haben sich einfach Menschen Zutritt zu relevantesten Sicherheitsbereichen verschafft und hätten damit Schaden anrichten können. Naja, nach rund einer Stunde wurden die Aktivisten dann weggekratzt und der Flugverkehr konnte weitergehen. Wenn auch mit immenser Verzögerung und horrendem Schaden. Kleines Happy End, also nicht für mich, ich bin ja natürlich auf der Seite von den Klimaklebern, aber für böse Rechtierende ist ein mögliches Happy End, dass nun millionenschwere Schadensersatzforderungen im Raum stehen. Schade. Schade.
Er trinkt jeden Tag Alkohol und wird aggressiv. Und er soll schon 4000 Menschen gebissen haben. Ja, also tierisch geht es weiter. Ein garstiger Affe treibt in Nepal sein Unwesen. Das Tier soll jeden Tag Alkohol trinken und im Suff Menschen angreifen. Tausende soll er bereits gebissen haben, doch den Behörden sind die Hände gebunden. An der Stelle verbitte ich mir übrigens unlustige Kommentare in den Kommentarspalten. Ich distanziere mich schon einmal vorsorglich von euch, von mir und dem Diesseits. Vielen Dank! Ach so, der Grund für die Machtlosigkeit der Behörden. Der Agroaffe gilt als heilig. Und es scheint so, als hätte sich das Freizeitverhalten in Nepal verändert. Denn in Nepal nehmen Angriffe sogenannter Tempelaffen zu. Viele Menschen haben Angst, trauen sich nicht mehr zum Gebet, denn Affenbisse gelten als gefährlich. Auch gut, dass der Artikel das erwähnt. Ich hätte sonst gedacht, die sammeln Affenbisse wie Pokémon. Wie auch immer. Die Tiere können Tollwut übertragen. Nun schlägt ein führender Mediziner des Landes Alarm. In einem Gastbeitrag für die Tageszeitung Kathmandu Post schreibt der Tropenmediziner Dr. Sher Bahadur Poon: Jeden Tag kommen Affenbissopfer in unser Krankenhaus, um sich beraten und impfen zu lassen. Laut Zeugenaussagen zecht der Affe regelmäßig mit seinen Saufkumpanen, welche alle Menschen sind. In Kiosken und Cafés greift er gern zu Bier und Schnaps. Tja, da habt ihr umsonst Vorurteile gehabt, der schlechte Umgang macht's. Doch im Suff hat sich das Tier nicht im Griff, Alkohol macht ihn aggressiv. Wenn er Kinder sieht, beißt er gnadenlos zu. Ja, und schon klar, einige intolerante Innen könnten nun sagen, naja, dann haben wir doch eine Lösung. Wir geben dem Affen einfach keinen Suff mehr. Aber wir müssen hier auch kultursensibel reagieren. Der Affe ist ja immerhin heilig. Egal. Man versuchte zwar bereits, die Probleme mit dem Affen zu lösen, aber die Behörden in Nepal wiegeln ab. Affen sind nun mal heilig und... Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Das alles erschwert natürlich den Sachstand, dass das gesellschaftliche Miteinander täglich neu ausgehandelt werden muss. Naja, aber um eventuell zuschauenden Nepalesen eine positive Botschaft mitgegeben zu haben, ihr schafft das. Mensch, tierisch gut, solche Motivationsreden zu halten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an alle Unterstützer. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder einem Livestream. Ich werde jetzt erstmal meine Straße wärmen und danach für die Frauen Fußball-WM üben. Ciao.